So, Lens Clean gewinnt die Original Sin hier in, laut Ladescreen ist es der heilige Ort oder sowas in der Art. Hier sind wir aber nicht mehr lange, beziehungsweise sind wir eigentlich hier schon längst fertig, denn es kommt der Endkampf. Wir stehen sozusagen vor dem Endkampf, der sich scheinbar, so wie Thunderlore das irgendwie gesagt hat und auch es schon ein kleines bisschen so angeteasert wurde, besteht dann nicht nur aus dem Drachen der Leere, was ja eigentlich so ein bisschen klar war, sondern er besteht sogar auch noch aus diesem komischen blauen Dämon, der uns die ganze Zeit genervt hat in den ganzen Räumen, die wir jetzt Gott sei Dank dank Larian alle betreten konnten. Und das heißt für uns jetzt, wir werden gegen sie antreten. Es wird wahrscheinlich ein bisschen längerer Kampf werden, denke ich mir mal. Daher ein paar mehr Aufnahmesessions werde ich vielleicht dafür benötigen. Ansonsten, ich hoffe mal, dass wir da gut durchkommen und dann nicht irgendwelche Schwierigkeiten haben. Ansonsten, ja, muss ich halt gucken, wie ich dann noch irgendwie zu Sachen komme, die uns weiterhelfen, den Endboss oder die Endbosse, bis da zwei, zu besiegen. So, hier wollen wir natürlich nicht hin. Wir wollen jetzt ins Ende der Zeit. Da müssen wir jetzt hin, da sich da ja ein Portal scheinbar zum ersten Garten geöffnet hat. Ende der... Wo ist denn das Ende der Zeit hier? Hallo? Hallo? Da. Da wollen wir jetzt hin. Und wir laden fröhlich. Also zumindest hoffe ich, dass das jetzt lädt. Jetzt lädt es. Es lädt. Es lädt. Liebe Wächter, liebe Retter, liebe Freunde, eure Arbeit hat wichtige Frucht hervorgebracht. Eine Frucht, die uns alle retten wird. Das letzte Portal ist geöffnet, das Portal in den ersten Garten. Leandra und der Zwielichtige sind kurz davor, den Drachen zurückzubringen und Rivellon auf dem Leib zu hetzen, aber ihr seid genauso kurz davor, sie aufzuhalten. Hier entlang, das Schicksal der Zeit selbst erwartet euch. Gut, dann wollen wir da mal schnell den folgen. Das Portal scheint irgendwie zuzubleiben. Vielleicht hat Larian da irgendwie noch ein DLC geplant oder so, oder Larian hat irgendwie gedacht, da könnten sie noch was einbauen. Aber das haben die dann doch nicht gemacht. Ich weiß es nicht, aber das Portal ist scheinbar auch nicht relevant. Wir sollen jetzt hoch. Und da beim Baum. Deswegen, haha, deswegen steht der Baum auch. Ich habe mich ja, glaube ich, das erste Mal, wo wir hier waren und uns umgesehen haben in diesem Gebiet, habe ich mich ein bisschen gewundert, warum hier so ein Baum steht und warum man hier so eine Treppe hochgehen kann, so eine lange Treppe zu einem Baum, wo man eigentlich nichts machen kann. Es scheint, als würde dieser Baum das Ende des Spieles einläuten. Aber erstmal safe. Gut. Wen haben wir denn hier? Ikara. Dann haben wir Zickzack. Wieder. Wie zum Teufel? Aber na gut. Ah. Meine Freunde, bevor ihr in die Ewigkeit springt, wisset dies. Ich habe Planeten entstehen und Rassen sterben. Kaiserreiche sind erheben und Geister fallen sehen. Aber das. Die Zeit wird übersponnen. Helden kehren aus der Vergessenheit zurück. Ihr habt damit die größte Geschichte gewählt, die je erzählt wurde. Ich danke euch und vergesst es nicht. Zack, zack, vergesst niemals. Ein Wort der Vorsicht. Sobald ihr dieses Portal betretet, werdet ihr Göttliche möglicherweise nie wieder in dieses Reich zurückkehren können. Eure Zukunft liegt vor euch. Raum und Zeit werden sich krümmen und euch dort, um euch dort zu behalten. Viel Glück euch und Wächter. Wir geben unser Leben vertrauensvoll in eure Hände. Gut, das bedeutet, ich werde jetzt... ich kenne so einige Spiele.
Zum Beispiel Sacred 1, da war es ja aufgetreten. Diese Folge müsste eigentlich jetzt schon veröffentlicht sein, wo ich halt gegen die Mordre gekämpft habe und dann der Gamebreaker aufgetreten ist, weil ich halt nach dem Kampf gespeichert habe und mein Questgeber, oder dort, wo ich die Quest abschließen konnte, der ist halt gestorben. Um das hier möglicherweise zu verhindern, oder zumindest um doch noch zurückzukommen, save ich hier auch einen externen Spielstand, damit das mir möglich wird. Also man sollte halt bei sowas immer diesen Schritt wählen, auch in anderen Spielen. Und werde aber auch nochmal mit Zandalore reden. We're here, Source Hunter. We will follow where you lead. Und mit Ikara. It is time, Source Hunter. Through the portal then, we'll be just behind you. Gehen wir. Der erste Garten. Ach, sie kommen mit und wir können wirklich nicht mehr zurück. Und der erste Garten sieht schön aus. Oh, da ist die Truhe. Und wow. Also ich muss sagen, auch wenn die Engine jetzt nicht so auf dem aktuellsten Stand der Dinge grafikmäßig ist, finde ich, das sieht richtig geil aus, muss ich echt sagen. So, und das ist hier ein ziemlich großes Gebiet. Ich denke mal, wir müssen hier einiges machen. Wir haben diese Adventure zusammen und jetzt ist es Zeit, es zu beenden. Ein Garten unter den Sternen. Ich konnte nicht ein feines Setting für unseren größten Stand picken. Well, here we are then. All appendages firmly intact. Now, would someone mind explaining just where here is? Ich glaube, wir müssen jetzt auf die Druckplatten rauf. Klick und bleibt das. Nein. Okay, noch ein paar Rätsel. Gut, dann machen wir das so. Sie alleine, sie hier rauf. Er alleine. Spectacular. Hier rauf. Ikara, Zandalore, wie lange ist es schon her? Es tut mein Herzen gut, ein letztes Mal vor euch beiden zu stehen. Es ist wirklich einfacher, euch anzuschauen, ohne dass ein blutiger Eiszapfen im Weg ist, liebe Leandra. Ihr seht jedenfalls gut aus. Gemetzel und Zerstörung bekommen euch ziemlich gut. Verzeiht mir dies, Schwester. Ich hatte Angst. Ihr würdet uns beide vor dem entscheidenden Moment in Gefahr bringen. Wenn ich gewusst hätte, dass ich bereits zu mächtig geworden bin und dass euch eures Lebens nicht mehr zum Ende meines eigenen Lebens führt, hätte ich euch diese Demütigung erspart. Es ist also wahr, unsere Seelenverbindung ist zerbrochen. Beinahe, ja. Bei Kräften von solch enormer Stärke sind sich meine Seele und mein Verstand. Meine Seele und mein Verstand teilen, hat eure einfach ihren Halt verloren. Aber wir waren nie dazu bestimmt, auf diese Weise verbunden zu sein, Schwester. Es waren nur die zarten Bande kindlicher Panik, die uns miteinander verbanden. Jetzt sind wir frei. Ich will mich nicht von euch lösen, Leandra. Das wollte ich nie und ich... Nee. Ihr und ich, wir sind ein Ganzes. Ohne euch bin ich schwach. Und ohne mich seid ihr von eurem Weg abgekommen, Schwester. Das Gemetzel, der Imps, die Opferung, so vieles durch eure Makellosen, der Befehl, Zandalore zu töten, ihn zu töten, Leandra. Wie könnt ihr sagen, ihr handelt aus eigenem Antrieb? Meine Schwester ist keine Mörderin. Wenn ich diese erbärmliche Existenz auf Rivellon fortsetzen wollte, würde ich euch zustimmen. Aber das, zu dem wir demnächst werden, übertrifft uns alle. Es ist mit Sicherheit größer als ihr. Ich oder der Zauberer. Ihr meint, ihr wollt uns vernichten? Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Zerstörung und Vergessen. Ihr habt unsere Familie zerstört, ihre Reste nach dem Atem ringend im Schlepptau gehalten. Ich möchte sie vollständig auslöschen und ihr Dasein ausradieren. Kein Leid mehr, keine Sorgen mehr. Zuletzt finden wir alle den vollkommenen Frieden. Ich hatte nie vor, euch Unrecht zu tun, Leandra. Ich habe euch geliebt, euch beinahe... Nee, euch
beide, damals wie heute. Nichts ist geschehen, was nicht korrigiert werden kann. Wir können neu beginnen, wir alle. Ich weiß, dass wir uns gegenseitig anständig verhalten können. Es gibt keinen Neuanfang. Die letzte Gefälligkeit, die einer von uns den anderen erweisen kann, besteht darin, auf ein friedliches Ende zu warten. Das werdet ihr je nicht finden, wenn ihr gegen die Leere wütet, bis sie euch ganz verschlingt, wie es die Wächter beabsichtigen. Wenn ich sie dorthin schicken könnte, wohin ich euch schicke, wäre alles viel, viel einfacher. Was meint ihr mit, wohin schicke ich euch? Ihr werdet nicht Hand an sie legen. Und ihr werdet mich aufhalten, ja? Sie haben nichts von mir zu befürchten, liebe Wächter. Ihr solltet besser vergessen, dass Sandalor und Ikara mein ganzes Leben sind und waren, während ihr offenbar eine neue Allianz zusammengewürfelt habt. Ich sehe sie nicht ihre letzten Augenblicke indem sie sich kopfüber in ein langes Ringen mit mir, mit der Leere selbst stürzen. Macht, was ihr wollt. Ihr könnt uns nicht davon abhalten, die Leere und ihre Verbündeten ins Vergessen zu schicken. Ihr werdet jedenfalls sicher euer Bestes geben. Nun denn, Ikara Zandalor, es ist Zeit für euch zu verabschieden. Keine Sorge. Ich schicke euch an einen schönen Ort, um auf das Ende zu warten. Es ist jetzt alles vorbei. Verbringt eure letzten Augenblicke in Frieden. Nein, Leandra! Wartet! Hinfallen! Stolpern! Ups! Oh, da sind sie weg. Oh nein, die sollten uns doch helfen. Was für eine teuflische Magie. Was für eine Fotze. Okay. Tag 12, 1.56 Uhr. Wir trafen Leandra im ersten Garten. Sie kann nicht mehr gerettet werden und wir müssen gegen sie kämpfen, so sei es. Gegen die andere? Oh nee, das sind dann ja drei Kämpfe. Was ist das denn für ein Quatsch? Okay, ich speichere hier mal kurz, falls wir sterben, damit ich halt das Ganze hier nicht nochmal machen sollte, wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Was ist denn hier? Kann ich hier hoch? Kann ich nicht hoch? Okay. Nein, bleibt stehen. So, wie es aussieht, zwei Kämpfe oder aber es ist ein Doppelkampf irgendwie, dass Leandra mit beim Kämpfen dabei ist. Was ich ja mal nicht hoffe, denn ich finde die zwei Kämpfe, einmal gegen den blauen Dämon und dann noch gegen den Drachen, das ist eigentlich schon schlimm genug. Aber... wenn das so ist, dann ist es so. Ja gut, wenn man hier bei der Grafik ein bisschen dichter an so Objekte ranzoomt, dann sieht das natürlich ein bisschen vermatscht aus. Aber... das macht nichts. Ich finde ja auch das Spiel grafisch gar nicht schlecht. Es hat für mich trotzdem aber zu viele Probleme verursacht, dass ich sagen muss, dass ich es nicht schön finde. Es hat aber doch jetzt nicht unbedingt wenig Spaß gemacht. Außerdem finde ich den Soundtrack sehr gut. Wobei sehr, sehr viele Stücke... also ein Soundtrack, den man sich ja mitkaufen kann... habe ich jetzt nicht gemacht, aber den man sich mitkaufen kann. Da sind halt alle Lieder von Divinity Origins sind drin. Aber auch nur die. Und das sind halt nicht viele. Und alle restlichen zum Beispiel, die... ich glaube, das ist jetzt ein... nee, das ist kein Divinity Origins Sin Sound. Die ganzen anderen Lieder, die wurden halt einfach gerippt aus den vorherigen Spielen und hier reingebaut. Um halt noch ein bisschen mehr Soundfifa zu bieten. Was ich jetzt nicht schlecht finde, aber...
aber